Fertig. Da können wir es ja dann zusammen machen, weil ich bin mal wieder ganz unschuldig hier. Ah, hier haben wir auch was. Was können wir hier machen? Wieso? Na, ich kann die Tasten noch gar nicht verändern. Na gut, wo bist du denn? Da bist du. Guck mal, du siehst doch, dass der ein Fragezeichen auf dem Kopf hat, oder? Jetzt nicht mehr, ich hab's schon angenommen. Mach du Achso, mal mit. Na gut. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall was annehmen, ne? So, ja, und dann steht ja rechts, was du machen musst, ne? Sanitäter, Ding, bla 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 bla. Und dann sind auch überall hier Fragezeichen, hier ein Sanitäter, mit dem musst du halt labern. Achso, ja, muss ich natürlich dorthin, wo die Leute sind. Also du siehst ja auch oben auf der Minimap immer so diese großen Fragezeichen, ne? Jo. Mit denen musst du dann halt reden. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo das sein soll. Hier. Wie kann man mit denen reden? Mit F oder was? Achso, ja. Mit jo. F. Okay, jetzt hab ich's begriffen. Okay, das begreife ich. Ich muss so klick, klick und so. Ja, so, das habe ich jetzt. Und jetzt sind wir weiter zum nächsten. Da ist er wieder dran. Der große Obermotz. Kommst du soweit klar? Jo, bis jetzt ist er ja nur klick klack kluck, ne? Ja. Ja, das ist halt noch so tutorialmäßig, ne? Also bis jetzt ist das dann auch noch nicht so allzu spannend, oder wie? Ja gut, es wird glaube ich gleich anfangen mit den ersten Monstern halt, ne? Achso. Es ist auch ganz normal, dass du jetzt noch gar nicht klarkommst, weil du jetzt ja auch noch mehrere Skills hast. Später, wenn es wirklich anfängst, fängst du ja auch mit Stufe 1 an und hast halt nur deinen normalen Angriffsskill und sowas und das kommt dann nach und nach. Also jetzt habe ich keine Dinger mehr auf meiner Map, Minimap da, ne? Ja, aber müsst doch irgendwo stehen, dass du irgendwas machen sollst. Also rechts steht ja immer deine Missionsziele. Ich schätze mal, du sollst jetzt auch deine Equip anziehen. Ja genau, Inventar. Wie macht man das denn? Mit Rechtsklick. Jetzt habe ich es auf jeden Fall, ja, okay. Gut, gut. Muss ja erstmal dumm erklärt werden, ne? Ja, deswegen gibt es das Tutorial, ne? Joa, jetzt stopfe ich erstmal hier weiter. Wenn solch nichts passt, dann geht. Gut, gut, aber obwohl ich natürlich in einer hohen Auflösung das spiele, sind die, ja wie soll man sagen, die Schriften schon ein bisschen sehr klein, aber. Ich kann mich jetzt auch ein bisschen arg anstellen, aber steht doch nicht im Weg. Wollt ihr manchmal einfach nur weg? Jo. Jetzt müssen wir hier vorne hin. Okay. Achtet euren Feind, dann tötet ihn. Gut, jetzt haben wir was zu tun, ne? Weiß ich nicht, ob es auch schon so weit bist. Ja, ich komme.
So, und jetzt müssen wir halt da reinlaufen, ne? Dann laufen wir mal los. Was ist Numlock noch für eine Tastatur? Ja gut, du kannst auch einfach die Zurücktaste an der Maus benutzen, ne? Um automatisch weiterzulaufen. Nein. Egal. Lass uns mal weiter. Ich folge dir. Ganz unauffällig. Und der Bär kann besser hüpfen wie du. Hey, schubst mich nicht. Ey. Problem? Richtig ist da runtergeschwitzt. Müssen wir jetzt durch das. Jo. Hole. Teleportieren. Ja, bitte. Ob wir jetzt noch zusammen sind, weiß ich nicht genau. Wäre natürlich scheiße, ne? Ja gut, aber das geht jetzt nicht lang. Insel der Dämmerung bin ich. Jo, ich glaube, wir sind immer zusammen. Ja, das ist jetzt ein Abschnitt, den wir alleine machen müssen. Ja gut, aber du hast natürlich... Wow. Vollkommen recht. Es sieht doch wesentlich besser aus, wie... Das, was wir da sonst gespielt haben, zusammen, ne? Ja, also ich meine, grafikmäßig ist das MMO schon weit, weit vorne, ne? Ja, es sind zwar noch ein paar Fehler drin, aber es ist ja auch noch die Beta-Version, ne? Ja. Also jetzt, Wasserspringen war jetzt bis jetzt noch kein Effekt und gerade als ich in dem Tor reingegangen bin, war ich auf einmal weg, aber du warst dich voll aufgelöst, also... Bei dir gab es eine Animation, bei mir nicht. Och, und jetzt kommt da die Treppe da nicht hoch. Oh. So. Wir müssen hier bestimmt wieder hoch, ne? Ja. Gut. Dann denke ich mal, sind da auch schon ein paar Gegner, so wie ich das sehe. Sagen wir nur, dass da die Treppe da hochkommt. Warum müht er sich ja jetzt die ganze Zeit so ab? Er soll dann mal nicht so tun, als könnte er das nicht. So. Oh, das ist schon Gegner. Schnipsel, Schnapsel, Schnell. Ja, ich kämpfe gegen Stufe 20 Typen. Ja, du bist auch Stufe 20, ne? Ja, startet man immer Stufe 20? Nee, ich hab dir doch gesagt, das ist nur das Tutorial. Achso. Dafür kriege ich auch schon richtig was auf die Mütze. Oh, Magier ist wirklich geil. Ja, du hast auf jeden Fall schönere Angriffssachen wie ich jetzt. Wie übel das alles aussieht. Bams. Das hier Zombies oder was sind wir hier auf Zombie Island oder? So, da metzen wir jetzt erstmal hier ein bisschen rum, ne? Ist auch glaube ich schon ein bisschen was. Größeres Vieh. Ganz. Und das war's, oder? Ich glaube, wir sind dort, wo wir hin müssen, oder? Achso, geh weiter. Na gut, dann geh mal wenigstens hierher. Ach, da unten sind noch welche. Ein paar böse Typen. Wie ist bei dir genauso? Ja. Aber das geht auch nicht so ewig oder so. Sind ja schon ein paar komische Zeitgenossen, die Gegner da. Bams. So, Ding, Join. Ist auf jeden Fall down.
Hüpf, hüpf. Ja, so muss das sein. Bams. Und da ist noch einer. Ah, ist der Kronos. Bap. Ja, holt dich. Halt kaputt. Oh, das ist noch ein großer Gegner. Gibt's da bei dir auch so ein großer Obermotz, der ein bisschen doch Schaden macht? Meinst du so einen dicken Troll oder meinst du so einen... Ja, der ist jetzt bei mir tot. Wird gleich noch ein bisschen übel, man muss gleich noch einen Boss killen, aber dann sind wir auch ganz ziemlich zusammen, glaube ich. Ne? Okay, hoffen wir mal, ne? Ja, weil dann ist Pavel auch rum. Zwei von den Viecher. Dann fangen wir bei Stufe 1 an, oder wie? Jo, so ist es. Das ist ja schon mal gut. Und dann würde ich einfach sagen... Ach, jetzt kommen noch mehr Viecher, oder was? Was denn hier passiert? Ach, hier sind noch mehr. Oh, ich bin gleich tot. Fuck. Aber mir auch. Bin auch nicht. Naja, also es ist auf jeden Fall ein bisschen Metzel. Sieht schon schön aus. Das kann man auf jeden Fall sagen.